Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Wir sind in England und wollen versuchen, das englische Kolonialreich wieder aufleben zu lassen. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Let's Play. Mittlerweile in der Folge 2, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Die Folge 1 ist ja ein bisschen doppelt geraten, denn mit der Version 1.31 gab es ein paar Bugs, die sich hier eingeschlichen haben, tatsächlich. Und ja, deswegen musste ich diese Folge leider doppelt aufnehmen. Ich bitte dafür nochmal um Entschuldigung. Auf jeden Fall, wir haben eine Menge zu tun und da werden wir jetzt mal mit anfangen. Eine meiner Regeln, das wollte ich nur nochmal ganz kurz erwähnen, wenn ihr jetzt dabei seid. Ich möchte mich bei der Eroberung auf Frankreich beschränken. Die Könige in England wollten gerne immer Frankreich erobern, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es das Einzige war, was irgendwie in Reichweite ist, keine Ahnung. Und das ist eine schöne Sache. Sie haben es nie geschafft. Vielleicht können wir da die Geschichte ein bisschen ändern und versuchen, die ein oder anderen Teile Frankreichs zu erobern. Ich möchte da halt aber nie zu groß werden. Das heißt, ich möchte jetzt hier nicht ganz Frankreich erobern. Frankreich ist für mich grob, ich nenne es mal hier, das ist für mich Frankreich, die Grenze hier, quasi hier einmal bei den Alpen hier hoch. Das ist für mich so grob Frankreich. Wir müssen mal gucken, wie es in den nächsten Jahrhunderten kommt. Ansonsten sind wir mit Kastilien und Portugal verbündet. Und da fangen wir mal an. Wir schauen mal, wie es hier mit den Gefallen aussieht. 250 Vertrauen sieht gut aus. 60 Vertrauen, 2 Gefallen, passt. Okay, also. Nächstes Thema. Wir werden uns einen Kriegsgrund basteln für die Burgund. Da sind wir ja momentan, wenn wir hier mal reingucken, wir haben die Eroberung der Haupt... Ach, wir haben sogar Rivale erniedrigen, Eroberung der Hauptstadt Dion. Das hätten wir ja sogar. Ja. Jetzt bin ich mit den Spielmechaniken nicht so vertraut. Ich meine, wir können dann hier alles auch erobern und einen ganz normalen Frieden schließen. Wir hätten hier 29.000 auf der feindlichen Seite und 24.000 bei uns. Sachsen-Lauenburg und Hamburg ist gut, aber die sind weit weg. Ich glaube nicht, dass das hier schnell geht. Das Problem ist, wir kommen da gar nicht erst hin. Und wenn wir die Sachen hier erobern, bringt uns das nichts. Und einen Militärzugang mit Frankreich werden wir nicht hinkriegen. Wer ist das hier? Das ist Nevers. Oder Neves. Ich vermute, die würden auch... Militärzugang machen sie natürlich nicht. Wie sieht es hier aus mit der Provence? Hier könnten wir das machen. Vielleicht sollten wir uns das als Feind von Mailand und der Bretagne... Feinde Portugal, Kirchenstaat. Okay, die sind als Feind bei Portugal. Nee, dann sollten wir uns das echt überlegen. Nee, dann machen wir das nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter. Und das machen wir nicht. Das ist mir jetzt echt zu heikel. Wir halten uns erstmal aus den Geschehnissen raus und gucken uns echt erstmal an, dass wir hier unseren eigenen Kram auf die Reihe kriegen. Hier drüben wird noch sinnlos gekämpft. Mein König, diese hinterhältigen Schurken von Frankreich besitzen die Frechheit, Bordeaux als ihren Besitz zu beanspruchen. Das können sie gerne tun, aber nicht bekommen. Übrigens, was ich auch gerne machen würde, ist die Kultur ändern in Calais, und also beziehungsweise in allen. Bündnis akzeptiert. Österreich schloss ein Militärbündnis. Landshut schloss ein Militärbündnis mit Österreich. Das war irgendwie ein bisschen zu erwarten. Hat ein Handelshafen nach Aix verlegt, die Provence. Ja, sollen sie es tun. Wie gesagt, also ich möchte gerne die Kulturen hier konvertieren. Das kostet uns allerdings auch diplomative Macht. Das sollten wir mal anstreben, sobald wir da die notwendige haben. Ormond ist doch bestimmt wieder da hinten, ne? Ja, das machen wir nicht. Und bevor ich es vergesse,
jetzt ist es schon passiert, das Volk von Scrooge einen Sitz im Parlament erhalten. Genau das wollte ich verhindern. Scrooge, wo sind die denn? Wo sind die denn? Wo sind sie denn? Da wird ein Schiff gebaut. Sind die jetzt hier oben? Northumberland, Cumbria, Lancaster. Ich bin mir gar nicht sicher, wo die sind. Through das Crew. Shrewsbury müsste das sein, ne? Wo sind die denn? Sind das. Nee, das ist noch was anderes. Sheffield, Chester, Lancaster. Oder sind die hier unten irgendwo? Nee. Spannend, spannend, spannend. Na gut. Wie auch immer, lass uns nicht lange mit solchen Sachen aufhalten. Ich würde gerne Norfolk den Sitz geben. Ich habe mir das. Oder Quatsch, nicht Norfolk, Essex. Denn wir bekommen dabei nämlich plus 10 Produktionseffizienz. Ich sehe das hier. Wir sehen dort plus 10% würde da direkt drauf gehen. Der Handelswert würde also da auch steigen. Steuereinnahmen lokal, das wird alles steigen. Das heißt, wir können unsere Einnahmen hier auf jeden Fall um 0,08, also knapp 0,09 erhöhen. Und das sollten wir auf jeden Fall machen und denen den Sitz geben. Ich hätte das gerne Sussex noch gegeben. Die sind auch relativ stark. Da könnte man nochmal 0,05 rausholen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir mehr als 8 Sitze nehmen können. Dann wird es wahrscheinlich auch mit den Abstimmungen schwieriger werden. Wir lassen das mal bleiben. Orléans besitzen, wollen Bordeaux haben. Holland will Calais haben. Und die Inseln. Okay, das ist jetzt wichtig. Gwynedd, die hier unten. Ah, das sind ja Säcke. Händler desertieren. Okay. Ulster. Ulster wird wahrscheinlich da vorne auf der Insel sein. Ja. Ablehnen. Unsere merkantilistische Politik scheint einigen unserer Händler zu frustrieren und sie. Zu frustrieren und sie andere Länder. Und sie andere Länder in die Hände zu treiben. Der Merkantilismus ist der richtige. Minus 10 Handelsmacht. Okay. Puh. Das ist natürlich. Uiuiuiui. Also minus 10 Handelsmacht in der Nordsee. Hier, das ist natürlich schon. Das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Wie viel Handelsmacht haben wir denn hier in von England aus? Handelseinfluss, jetzt ist die Frage, Handelsmacht, ist Handelsmacht unser ist Handelsmacht das gleiche wie Handelseinfluss? Da bin ich mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall würden wir knapp 20% verlieren. Das ist natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite steht Handelseffizienz plus 10, allerdings der Verlust eines Merkantilismus. Die interessante Frage für mich wäre jetzt, was es bedeutet, wenn hier steht, wir verlieren einen Merkantilismus. Denn was ich kenne, ist der Handel. Hier sehen wir Merkantilismus 25%. Heißt das, wir verlieren 1% oder geht der eine Punkt dort noch anders rein? Wir können hier den Merkantilismus fördern. Das möchte ich eigentlich nicht, aber Merkantilismus ist der richtige Weg, ja. Aber Handelsmacht können wir uns im Moment nicht erlauben. Wir brauchen das Geld dafür. Wir probieren das mal aus. Wir sagen, ich glaube, die richtige Antwort wäre eine Auflockerung dieser Politik. Zack. Und es ist, genau, es war 1% Merkantilismus, den wir hier verloren haben. Wir müssen also in Zukunft definitiv auch daran. Und wir sind übrigens bei 100. Das heißt, wir können in unserer Stabilität ein wenig investieren. So, dann haben wir zumindest das Thema erledigt. Und beim nächsten Mal gehen wir noch einmal in die Stabilität. Das sollte das Thema erhöhen. Wir sind übrigens auch hier bei einem anstehenden Bauernkrieg. Brabant möchte Calais haben. Hat uns das übrigens jetzt irgendwas gebracht bei den Einnahmen? 11,88. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber jetzt auch nicht so viel.
Wir sind übrigens bei einem anstehenden Bauernkrieg. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir das verhindern. Die wollen die Rekrutenreserve hochhaben. Das entspricht natürlich jetzt nicht ganz dem unsrigen, denn wir brauchen noch ein paar, 4 Stück nämlich. Das werden wir jetzt mal bauen. 1, 2, 3, 4. Und hier sollten wir uns auch einen Anführer holen. Wie viel haben wir denn möglich an Generälen? Können wir... Sie berichten von einem Ereignis, Roman Invasion, wobei sie von den möglichen Optionen ungarische Unterstützung gewählt haben. Moldawien. Da hinten zusammen mit Ungarn. Was haben die denn im Waffenstillstand mit den Osmanen? Verbessert sehr eine Meinung. Ist eine Markt von Ungarn? Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wenn Österreich tatsächlich historisch korrekt spielt und hier Böhmen und Ungarn einnimmt. Was dann mit Moldawien passiert. Oh Mann, Leute, es bleibt jetzt schon unheimlich spannend. Produktionsforschung fehlerhaft. Diese neuen Technologien in unserer Produktion sind gerüchteweise fehlerhaft und mehrere führende Adlige treten dafür ein, sie abzuschaffen und den alten getesteten Methoden zurückzukehren. Oh Schreck. Wir verlieren Prestige. Ja, müssen wir in dem Fall eingehen. Minus 10 Prestige. Die sind bei minus 11. Oh Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Also, mit der Prestige wird sich niemand für uns interessieren. Mein König, der heuchlerische Abfall von Offay schickt uns eine Beleidigung. Und Frankreich hat Avignon beeinflusst. Militärzugang aus der Provence. Das ist jetzt natürlich spannend. Ich meine, die Provence ist... Ne, das ist die Bretagne. Die Provence, jetzt müssen wir nochmal gucken, ist das er hier? Das ist Orléans. Das ist er hier. Aber er ist immer noch mit Portugal am Anbandeln. Staatsehe mit Frankreich. Die Frage ist, was bezwecken die? Weswegen wollen die von uns einen Militärzugang haben? Waffenstillstand mit Aragon, mit Nepal. Rivalen, Kirchenstaat, Bretagne. Vielleicht wollen die dahin. Dann ist es ja durchaus logisch, dass sie sich die Option offen halten wollen, hier durchzugehen. Auch nicht. Tut mir leid, das kommt nicht in die Tüte. Sowas wollen wir hier nicht sehen. So, wie sieht's hier aus? 16.000. Einmal ein Blick ins Militär. 36 von 37. Ernsthaft. 3.000. Hier haben wir relativ viele Reiter. Ich würde tatsächlich hier mehr auf Infanterie gehen. Dann machen wir die eine Infanterie noch voll. Alles klar. Gut, weiter geht's. So, und mit den restlichen gucken wir mal, dass wir uns ein paar Schiffe bauen. Denn der Handelseinfluss ist doch relativ wichtig. Wir könnten 20 investieren. Wir haben sogar noch, was ist das? Militärzugang der Bretagne. Oh, das müssen wir uns jetzt tatsächlich mal angucken. Wie steht denn die Bretagne zu den ganzen anderen Leuten? Feind ist die Provence. Verbündet mit Leinster. Das ist ja grundsätzlich bei uns auf der Insel. Mit Leinster, Burgund. Holland, Bretagne. Das finde ich jetzt allerdings nicht schlecht. Wie stehen denn unsere Leute dazu? Marokko, Aragon, Frankreich. Und Feinde Marokko, Tunesien, Granada, Provence. Okay, da steht nichts im Weg, dass wir der Bretagne das erlauben, um dann möglicherweise hier einfacher hinzukommen. Sie sind im Krieg mit Frankreich, Orléans, der Provence. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Das machen wir. Mein König,
Navarra, das sind die hier, wurde Vasall von Kastilien. Okay. Übrigens, wenn ihr bei den neuen Spielmechaniken eine Sache einmal schaut, dann werdet ihr sehen, dass die Möglichkeit jetzt besteht, gegen Gefallen, gegen Vertrauen zu tauschen. Dazu braucht ihr 10 Gefallen. Das nutzt die KI ziemlich, ziemlich, ziemlich ausgiebig. Deswegen habe ich in den Nachrichteneinstellungen, wenn wir hier nach Gefallen suchen, hier unten diese ganzen Gefallen-Nachrichten von der KI, die habe ich erstmal hier ausgeschaltet. Es wird also nur als Nachrichtensymbol angezeigt. Das müsste irgendwann mal hier auftauchen. Ich hoffe, das klappt. Nur mal als kleiner Tipp, falls das bei euch passiert, das kann doch, wie ich finde, ein bisschen nervig sein. Frieden. Schottland schloss Frieden. Moment, wer hat jetzt... Da müssen wir mal kurz gucken. Ulster wird von Schottland geplündert. Tyrone wird gezwungen, sein Schottland jeden Monat 10% seiner Armen als Kriegsreparation zu zahlen. Dies wird 10 Jahre andauern. Tyrone wird 20 Dukaten an Schottland und seine Verbündeten zahlen. Wohlan. Na gut. Warum sie sich jetzt das Land nicht holen, das verstehe ich nicht. Na gut, okay. Vielleicht wegen der anderen Kulturgruppe. Naja, okay, das soll nicht unser Problem sein. Wie sieht es eigentlich hier grundsätzlich mit Kriegen aus? Hier unten, haben wir da irgendwelche Ansprüche? Das wäre mal interessant. Keine. Ja, feindliche Verbündete mit der Bretagne, das wollen wir natürlich nicht riskieren. Wir haben echt auf nichts Ansprüche, ne? Nee. Gut, bis dahin macht es auch gar keinen Sinn. Da kommen wir gar nicht hin. Überlegenheit demonstrieren. Ah, wegen der diplomatischen Beleidigung. Das wäre natürlich, dann hätten wir zumindest den einen hier aus dem Spiel raus. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das ist der hier, ne? Und dann wäre gleich Desmond mit dabei. Welcher ist denn das? Das ist der hier unten. Da kommt mit Cork. Da kommen wir leider nicht hin. Ohne ihm den Krieg zu erklären, aber er ist nicht mit drin. Das wird mit Sicherheit nichts werden. Denn wenn wir ihn hier schlagen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das schaffen, ist relativ hoch. Bekommen wir da unten nicht hin. Wir könnten halt mit der Royal Navy da landen. Das wäre möglich. Also müssten wir aber erstmal diese Schlachten hier schlagen. Und die sind halt auch... Okay, das ist Schottland. Ulster ist da oben. Das wäre halt eine Möglichkeit, dass wir hier zumindest eine Partei aus der Nummer rausholen. Wenn wir denen hier den Krieg erklären. Das würde vor allen Dingen allgemein dafür sorgen, dass... Ich denke, wir machen das. Überlegenheit demonstrieren. Ja, wir machen das. So, Bündnis aus Tyrone. Nee. Auslaufender Kriegsgrund. Juni 74. Ja, wir arbeiten daran. Genau, das ist nämlich der Punkt. So, einmal die Armee hochschrauben. Das wird jetzt mit Sicherheit... Wir sind immer noch im Plus. Ja, nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mit unserer Armee einmal dahin. Das wird die Royal Navy benötigen. Dann machen wir das auf jeden Fall. Die schicken wir darüber. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall vor Juni... Dass hier, also, dass wir den Krieg dann erklären. Das ist halt wichtig. So, da kommen unsere Schiffe, da kommt die Royal Navy. So, jetzt da müssen wir mal kurz gucken, da kämpft jemand. Ach, das ist die Bretagne gegen... Okay, ja, komm, das ist in dem Fall egal. Die werden das auch mit Sicherheit verlieren hier unten. Also, da bin ich fest von überzeugt. So, die Royal Navy ist da. Jetzt warten wir auf den Moment, dass unsere Moral voll ist. Okay, wir haben es nicht erfolgreich ausgeschaltet. Wir haben ein Kind bekommen. Ja, wie 264? Heidewitzka. Edward, natürlich. Mein König, die hinterhältigen Schurken von Schottland besitzen die Frechheit, Mann, Man als ihr Besitz zu beanspruchen. Das können sie gerne tun.
Das wird ihnen aber nichts bringen. Und die Moral sollte hoffentlich bald voll sein. Und da ist sie auch schon voll. Ja, dann können wir eigentlich loslegen, ne? Überlegenheit demonstrieren. Wer uns beleidigt, wird das mit Sicherheit bereuen. Okay, wir bekommen den Überquerungsmalus, aber bei 20 zu 1 mache ich mir da wirklich überhaupt keine Sorgen. Ja, komm, okay, also das war ganz eindeutig. Belagerung abspalten haben wir nicht. Mein König, wir erhielten ein großzügiges Spende aus Kastilien. Ist ich sehr schön. Posen ist neuer Kardinalssitz. Ach Gott, okay, ich musste also nochmal eindeutig in diese Nachrichten rein. Das ist das, was ich meinte. Wir kriegen jetzt andauernd die Nachrichten, dass irgendwer irgendwen Vertrauen schenkt. Offaly beginnt da. Sie befinden sich nun im Krieg mit England. Wie sieht es überhaupt mit den Einnahmen aus? Immer noch plus 3. Ja, das sieht doch gut aus. Alfonso bestieg den Thron. Wie sieht es eigentlich auch mit dem Krieg der Rosen aus? Ja, sehr gut. Wir haben also drohende Katastrophe. Haben wir das jetzt abgewendet? Das wäre natürlich super. Das heißt, wir haben durch unsere Staatsehe jetzt durchaus. Bin ich jetzt. Ach, ich bin im. Ach Gott, ich bin im falschen Tab. Entschuldigt bitte. Königin Gemahl Maria kommt zu uns. Das ist das Gute. Und die gute Maria hat uns einen Sohn geschenkt. Und der ist echt nicht schlecht. 6, 4, 2, das ist der Thronfolger. Das ist zumindestens jetzt das mehr oder weniger Ende von dem Krieg der Rosen. Mehr oder weniger. Edward. Gehört nicht zum Haus York Lancaster und das müsste eigentlich passen. Genau. Fortschritt jeden Monat ist aktuell bei null, weil wir jetzt einen eigenen Königsnachfolger haben. Das heißt, der Plan ist also durchaus aufgegangen, dass wir ein Kind bekommen. Das ist sehr gut. Ein eigenes vor allen Dingen. Und das steigert natürlich auch die Beziehungen zum guten Kastilien. Dadurch, dass wir jetzt im Prinzip verbunden sind mit Mark und Blut. Und es ist ja zumindest auch historisch so, dass irgendwann Kastilien und England zumindest für eine kurze Zeit einen gemeinsamen Weg gingen. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir genug gesabbelt. Jetzt das Land ist im Krieg. Ja, das weiß ich doch. Drohende Katastrophe, ein Bauernkrieg. Stabilität ist weniger als plus 1. Das werden wir auf jeden Fall investieren, wenn wir dabei sind. Dann sollten wir zumindest das Thema auch erledigt haben. Wucherei in Chester. Die Bevölkerung von Chester ist müde von den Einflüssen gieriger lüneburgischen Kaufleute und behauptet, sie nutze unfaire Mittel, um lokale Unternehmen Konkurrenz zu machen. Sie fordert, dass wir eingreifen und den Einfluss ausländischer Händler in diesem Gebiet beschränken, um die Privilegien unserer eigenen Kaufleute und Handwerker zu bekräftigen. Wenn wir nicht handeln, könnten sie es selbst in die Hand nehmen. Okay. Achso, übrigens, ich habe eine Option aktiviert in den Einstellungen. Das nur als Tipp bei Ereignissen pausiert wird. Das finde ich immer ganz praktisch. Wir müssen unseren Handel schützen. Meinung von Lüneburg um England wird um minus 50 geändert. Lokaler Protektionismus, Unruhe minus 2, produzierte Güter lokal minus 25%. Die Frage ist, was produziert Chester? Auf der anderen Seite würden wir hier den Einfluss steigern. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo das ist da. Das wollte ich jetzt nicht. Produktion minus 25% sind 0,025. Das ist okay. Handelseinfluss ist hier. Ja. Produzierte Güter 04. Okay, das ist noch handelswert. Also der Handelseinfluss ist mir dann tatsächlich wichtiger. Wir müssen unseren Handel schützen. Ich denke, das werden wir machen. Wir sind hier bei 1168. Wir dürfen unseren Handel echt nicht riskieren. Und jetzt waren wir, das war glaube ich Lüneburg, oder? Dann hast du die Lüneburger minus 50 wegen Protektionismus. Ja, komm.
Ist mir wurscht. Die sind am ADW, das ist mir egal. Jetzt müssen sie erstmal unseren Krieg gewinnen. Mein König, Österreich hat Landshut um 5. Ja, okay. Komm, ich werde nochmal gucken, ob ich das irgendwie auskriege. Unsere Häfen werden blockiert. 3 von 29 hier. Och, wie niedlich. Was haben die denn da? Was sind denn das für Schiffe? Das sind 3 so eine ganz kleinen Mini-Dinger, ne? Wo ist denn unsere Flotte hin? Wir haben 6 Großkampfschiffe. Ah, wir haben keinen Admiral da drin. Aber 6... Wir sollten trotz alledem Adam Drake hier zuteilen. Ja. Wir teilen Adam Drake zu. Und dann werden wir uns mit den Schiffen... Ich würde hier tatsächlich eine extra Flotte machen. Mir ist das hier mit den Transportschiffen... Ist mir das tatsächlich zu unsicher. Wir ziehen die mal raus hier. Und hier kommt bitte Adam Drake drauf. So. Und dann werden wir euch da reinziehen. Und das sollte doch eigentlich... Na, guck mal, jetzt sind sie... Jetzt hauen sie auch Schnapp. Dann können wir direkt mal dahin fahren und deren Häfen blockieren. Dann sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite. Und dann... Also das ist eigentlich auch ein guter Punkt, dass wir dann tatsächlich sagen, mit unseren Transportschiffen landen wir direkt hier. 3000. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir bei den Missionen eventuell noch machen? Feindliche Häfen blockieren. Nordatlantik. Ne, wir bleiben erstmal hier stehen, dass er hier nicht rauskommt. Wir könnten... Feindliche Häfen Nordatlantik werden blockiert. Ja, komm. Ne, doch, passt. Lassen wir so. Flandern wollen ein Spionagenetzwerk ausbauen. Österreich und Salzburg sind am Anwandeln. Okay, das war auch zu erwarten. Drohne-Katastrophe. Ja, wir haben jetzt unsere 100 administrative Macht. Und die sollten wir definitiv investieren in eine Stabilität. Und damit haben wir auch das Thema, naja, Bauern nicht abgewendet. Aber zumindest ein bisschen. Was wir noch machen müssen, ist jetzt unsere Rekrutenreserve aufbauen. Das sind für das Thema sind es 50%. Für unsere Mission sind es 60%. Also da müssen wir jetzt echt gucken, dass wir in den nächsten Jahren hier Rekrutenreserve aufbauen. Dass wir das Thema hinkriegen. Okay, die Mission haben wir abgeschlossen. Das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Wir wollen auf jeden Fall in die Richtung weiter runtergehen. Dass wir weitere Gebietsansprüche bekommen. So. Wir haben die Belagerung gewonnen. Sehr schön. Dann können wir uns dahin mit der Royal Navy transportieren. Ich denke, das sollte passen. Die kommen hier nicht raus. 7 kleine Schiffe, 3 winzige Schiffe. Ja, das passt. Da sind jetzt 5000 Leute. Da bin ich mal gespannt. 17.000 passen auf unsere Schiffe drauf. Und er baut hier halt munter seine Truppen aus, ne? Ein Frieden von Offley. Wir werden automatisch ablehnen, natürlich. Wir wollen ja hierbei bleiben. John Talbot, wie sieht es denn überhaupt aus für uns? Wir sind ein wenig mehr beim Würfelglück befreit. Nahkampf haben wir 2. Über, ja klar, minus 2 durch die Überquerung. Das war zu erwarten. Ansonsten sind die Mittelalterregimenter... Ja gut, die sind alle gleich stark, ne? Das sind alles die gleichen Truppen und Einheiten. Da kommen unsere Pferde mit rein. Und das sollte doch ein ganz klarer Sieg sein. Ja, sehr gut. Okay, dann werden wir das jetzt hier einmal hoffentlich auch bekommen. Minus 1, blockierter Hafen, plus 013. Ja, das kostet jetzt natürlich Geld, klar. Achso, wir sind auch in der Pause. Weiter geht's. So, wie sieht's hier unten aus? Ja, also wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass die Bretagne noch lange Bestand haben wird.
Wir werden auf jeden Fall hier oben unseren Bereich sichern. Das ist eine Schlacht, die uns jetzt nicht interessiert. Wir können aber eigentlich unsere... Wo haben wir sie denn? Blue Squadron. Wieso haben wir denn hier noch zwei? Na, das macht ja keinen Sinn. Die können wir doch jetzt... Habe ich da... Die können wir doch zusammenfassen. Genau. Und die 18 Schiffe, die können eigentlich wieder dahin zurück. So, auch das wird bitte abgelehnt. Wir wollen hier kein Geld. Wir wollen euer Land haben. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Kriegsgrund funktioniert. Auf jeden Fall werden wir es nicht akzeptieren, dass wir beleidigt werden von ihnen. Essex ist, wow, Sitz eines weiteren Kardinals. Das heißt, wir haben jetzt 4 Kardinäle. Das ist ja sensationell. Wie sieht es mit dem Einfluss aus? Wir sind an immerhin 5. Stelle, was Einfluss angeht. Mit 4 aktiven Kardinälen. Wir könnten jetzt... Wir könnten natürlich Papst Einfluss investieren, um auf der Kurienleiter ein bisschen nach oben zu steigen. Ich denke, das sollten wir auch mal machen. Und dann sind wir da ein bisschen abgesackt, aber zumindest haben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit, den nächsten Kurienleiter zu stellen. Das ist schon mal ganz gut. Wunsch nach Reform 2%. Ja, das passt ja noch alles. Okay, ihr Lieben. Und ob wir diesen Krieg gewinnen, wonach es momentan ganz aussieht, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategien. Ciao, ciao.